Heute zeige ich dir zwei schnelle und effektive Vocal Recording Techniken, mit denen du deine Gesangsaufnahmen effizienter und stressfreier machen kannst. Also bleib dran. Hallo, ich bin Martin und auf diesem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic. Die zwei Techniken, Auto-Punch und schnelles Punch-In, die ich dir gleich zeige, findest du aber auch in jeder anderen ordentlichen DAW. Ich finde diese beiden Techniken, Auto-Punch und schnelles Punch-In oder auf Englisch Punch on the Fly, die halte ich eher für Korrekturtechniken, wenn mal was nicht so ganz funktioniert, wie es funktionieren sollte. Und deswegen möchte ich dir erst, bevor ich dir das gleich erkläre, drei generelle Tipps geben, wie du deine Gesangsaufnahmen stressfreier gestalten kannst. Tipp Nummer 1 wäre, checke bitte auf jeden Fall, und das nicht nur bei Gesangsaufnahmen, vorher dein Equipment, ganz insbesondere im Homestudio übrigens. Schau, dass alle Kabel funktionieren, dass du dir ein neues Projekt angelegt hast, dass deine Mikrofone funktionieren und so weiter. Weil speziell bei Gesangsaufnahmen ist es so, dass ein Sänger, insbesondere wenn er noch nicht so viel Erfahrung hat, dass es die Sänger sehr stresst, wenn ein kopfloser Techniker rumrennt, weil irgendwas nicht funktioniert. Das wäre Punkt Nummer 1, also check, dass deine Technik funktioniert. Punkt Nummer 2 ist, wenn du die Möglichkeit hast, bei Gesangsaufnahmen versuch immer verschiedene Mikrofone zu testen. Und wenn du nur 2 hast, teste immer 2. Ich erlebe das hier im Studio immer wieder, wie viel Zeit du dir sparen kannst, wenn Mikrofon A irgendwie nicht so gut klingt, anstatt dass du gleich anfängst, am EQ rumzuschrauben, einfach mal Mikrofon B zu versuchen, übrigens auch wenn es 2000 Euro billiger ist, und auf einmal hast du schon ein viel besseres Grundsignal. Also, wenn du die Möglichkeit hast, teste immer bitte unterschiedliche Mikrofone, so viele wie dir eben möglich sind, aber mach auch keine Wissenschaft draus. Tipp Nummer 3, und jetzt kommen wir langsam ans Eingemachte, ist, und das ist meine Meinung, lass den Sänger oder die Sängerin den Song möglichst ganz einsingen oder wenn das nicht geht, möglichst lange Passagen einsingen. Viele widersprechen mir jetzt hier in dem, was ich hier sage und sagen, nee, heutzutage macht man das so, man macht das nur versweise oder passagenweise und dann singt man die ganzen Refrains ein und dann erst die Bridge und so weiter. Aber ich behaupte, es klingt besser und es klingt schöner und wie aus einem Guss, wenn der Sänger oder die Sängerin den Song komplett von vorne bis hinten durchsingt, soweit es eben möglich ist. Das ist meine Meinung. Es passiert natürlich aber immer wieder, dass eine Stelle einfach nicht so klappen mag oder dass eine Stelle besonders schwierig ist, besonders hoher Ton, besonders komplizierte Rhythmik, komplizierter Einstieg und so weiter. Und jetzt kommen tatsächlich diese Funktionen Auto-Punch und schnelles Punch-In ins Spiel. Die zeige ich dir jetzt direkt im Projekt. Nur der Vollständigkeit halber, normalerweise oder die einfachste Möglichkeit ist natürlich einfach den Gesang aufzunehmen. Das funktioniert in jeder DAW ähnlich. Als erstes solltest du deinen Input deinen Input checken, also deinen Eingangspegel checken, meine ich, dass er nicht zu laut ist, dass er nicht übersteuert. Dann schaltest du die Spur scharf und machst ein ganz normales Recording. Da fangen wir jetzt mal an. Bitte nicht erschrecken, gleich wird die Bildqualität etwas schlechter, weil meine Screen-Software oder Screenaufnahmesoftware hat ein bisschen versagt hier, aber man kann trotzdem alles gut sehen. Also fangen wir mal an. Ganz normale Gesangsaufnahme, in diesem Fall jetzt in Logic. Nehmen wir mal an, dir hat jetzt diese Gesangsaufnahme ganz gut gefallen und du möchtest nicht alles wegwerfen, aber dir hat zum Beispiel jetzt hier dieser letzte Schlenker nicht so gefallen und den möchtest du gerne nochmal aufnehmen. Und das kannst du ganz einfach über Auto-Punch machen. Um das jetzt wird es ein bisschen Logic-spezifisch, um das in Logic einzustellen, musst du hier oben den Rechtsklick machen, Steuerungsleiste und Anzeige anpassen und dann gehst du auf Auto-Punch. So. Jetzt hast du hier einen neuen Button, das ist Auto-Punch und wenn du jetzt hier drückst, siehst du eine rote Region. Ja, diese rote Region hier, die kann ich verschieben und kann sie auch einstellen, in der Länge zum Beispiel. Ne? Und ich möchte jetzt, sagen wir mal, ab Takt 17, hier diesen letzten Schlenker hier hinten, den möchte ich einfach nochmal neu aufnehmen. Und wenn ich jetzt einfach nur Aufnahme drücke und sie fängt an zu singen, dann wird hier automatisch Logic nicht aufnehmen und die Aufnahme sperren, aber beim Auto-Punch dann diese Aufnahme hier überschreiben bzw. einen Take erstellen. Also auch diese Aufnahme, die wir jetzt haben, die Originalaufnahme, ist nicht weg. Probieren wir das einfach mal. In diesem Fall hat Logic jetzt
Takt 17 bis 20 nochmal neu aufgenommen, uns einen Take erstellt, aber das andere unangetastet gelassen. Ja, Takt 11 bis 17, was sie vorher aufgenommen hat. Jetzt gibt es noch eine andere Möglichkeit und die ist auch sehr gut. Die eignet sich besonders dann, wenn dein Sänger oder die Sängerin relativ unsicher ist. Und jetzt kann es natürlich vorkommen, wenn du jetzt sagst, Takt 17 bis 20, das hat jetzt schon 50 Mal nicht funktioniert. Jetzt muss es klappen. Dann wird es natürlich nicht klappen. Und da kannst du jetzt einen Trick anwenden und das ist das berühmte Punch on the Fly oder das schnelle Punch in. Das bedeutet, die Sängerin weiß nicht, wann du aufnehmen wirst. Ja, sehr guter, sehr cooler psychischer Trick. Die Sängerin weiß tatsächlich nicht, welche Stelle du genau aufnehmen wirst. Das heißt, es ist sozusagen ein manuelles Starten der Aufnahme, ein manuelles Punch in. Hier musst du auch eine Voreinstellung vornehmen, die eigentlich, glaube ich, schon so direkt drin ist in Logic. Und zwar gehst du hier auf Aufnahme. Und dann schnelles Punch-In erlauben. Dazu solltest du dir einen Tastaturkurzbefehl anlegen. Ja, das machst du hier über die Tastaturkurzbefehle, kannst du über Alt-K öffnen. Und das habe ich jetzt hier schon gemacht. Du siehst jetzt hier Aufnahme ein-ausschalten. Das ist praktisch das schnelle Punch-In. Und hier habe ich mir den Tastaturkurzbefehl oder die Taste E angelegt. Und wenn ich jetzt E drücke, dann nimmt er so lang auf, wie ich aufnehmen möchte. Wenn ich wieder E drücke, dann geht er wieder raus aus der Aufnahme. Okay. Das Gute daran ist jetzt, du musst hier, wenn du die Aufnahme startest für das Quick Punch In oder Punch In on the Fly, musst du nicht Record drücken, das musst du dir merken, sondern du drückst einfach Play. Ja? Du drückst einfach Play, die Aufnahme oder die Wiedergabe läuft und wenn ich dann meine Taste, die ich jetzt angelegt habe, E drücke, dann nimmt er mir die Worte auf, die ich aufnehmen möchte. Und wenn ich wieder E drücke, geht er wieder raus. Und das ist wirklich super, wenn ein Sänger Bammel hat vor einer Stelle, vor einer bestimmten, und du möchtest einfach ihm gar nicht sagen, was du aufnimmst oder welches Wort du jetzt aufnimmst. Hat schon oft funktioniert. Also probieren wir das auch nochmal am praktischen Beispiel. Es ist jetzt schon lange her, doch oft tut mir das Herz noch schwer. Denk an das verlorene Glück, wünsch mir diese Zeit zurück. Sehnsucht. In Ordnung, das hat super funktioniert. Ich habe jetzt also hier, ich kann hier mal aufklappen die Takes. Ich habe jetzt hier, das ist der dritte Take, zwischen Takt 13 und 15 aufgenommen. Ja, in dem Fall, wenn jetzt zum Beispiel die Sängerin da immer schlecht gesungen hätte oder nervös gewesen wäre oder das irgendwie nicht gepasst hätte und bin dann wieder hier ab Takt 15 rausgegangen manuell. Nichtsdestotrotz sind meine anderen Takes hier aber auch noch alle da, ja, die ich hier aufgenommen habe. Und deswegen ist das wirklich eine sehr gute Möglichkeit, ein sehr guter psychologischer Trick, wenn eine Sängerin oder ein Sänger massive Probleme hat in einer Phrase, in einer oder bei bestimmten Wörtern oder wie auch immer, dann würde ich dir aber auch raten, ein bisschen länger die Stelle zu ziehen und sie einfach auch ein bisschen länger singen zu lassen, um so ein bisschen ja, die Angst zu nehmen und dass sie so ein bisschen vergisst den Ernst der Lage, sage ich mal, ein bisschen mehr einfach einsingen lassen. Und dann, wenn du siehst oder vorhin schon festgestellt hast, okay, die zwei Wörter versemmelt sie immer, dann machst du deinen Punch in, wenn sie locker ist oder eher, wenn sie entspannt sind und vielleicht gar nicht so dran denken. Und dann hast du sehr, sehr oft den Take, den du brauchst. Das sind jetzt Aufnahmetechniken. Genauso wichtig wie die Aufnahme ist natürlich aber nachher auch das Abmischen. Und da haben die meisten Probleme beim Einstellen des EQs für ihre Gesangsspuren. Und wenn das dir genauso geht, habe ich eine kleine Hilfe für dich. Und zwar, wie du deinen Equalizer für die Vocals in 5 einfachen Schritten schnell einstellen kannst. Das ist ein PDF, das kannst du dir runterladen. Ich habe dir den Link im ersten Kommentar angepinnt. Wie du deinen Vocal EQ in 5 einfachen Schritten schnell einstellen kannst, hat schon sehr, sehr vielen Leuten geholfen. Empfehle ich dir unbedingt. Hat dir dieses Video gefallen? Hast du die schnelle Punch-In-Funktion, den Punch on the Fly in Logic oder in deiner DAW schon gekannt? Hast du das schon mal angewendet? Oder was für Erfahrungen hast du beim Vocal Recording? Welche Tricks hast du mir noch mitzugeben? Schreib es mir bitte unten in die Kommentare. Oder wenn es dir gefallen hat, gib mir einen Daumen nach oben. Ansonsten bin ich raus und wir sehen uns bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann.